Ich verstehe das, dass sich das aufregt mit deinem Vater. Frag mich mal, was ich für eine Scheißwut habe, ja? Es geht schon seit Monaten so. Mein Mann Kai macht nur noch sein Ding, ist ständig unterwegs, kommt spät nach Hause, sagt weder, wo er ist, noch wann er nach Hause kommt. Vielleicht ist der in der Midlife-Crisis oder noch schlimmer, er hat eine Geliebte. Jetzt hatte unsere Tochter heute Geburtstag und es war eigentlich sein Job, ihr ein Geschenk zu besorgen. Und damit nicht genug, ruft er mich auch nachher noch an und sagt mir, er kommt überhaupt nicht zur Party, weil ihm ein Kundentermin dazwischen gekommen ist, den er nicht verschieben kann. Ergo muss ich mit meiner Tochter mit dem Fahrrad zur Location radeln, ohne Vater, ohne Geschenk. Was ist denn? Mama? Ja? Guck mal da. Sieht aus wie ein Fallschirmspringer. Ja und? Scheiße, ich glaube, der stürzt da hinten ab. Ach Gott, ja komm, dann lass mal da hin. Hey. Hallo? Sind Sie ansprechbar? Ich rufe jetzt erstmal einen Rettungswagen. Hallo, ja, ich möchte hier einen Notfall melden auf dem Parkplatz am Mühlenfall da. Hier ist ein Gleitschirmflieger im Baum hängen geblieben. Ja, was macht man jetzt in so einer Situation? Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt den RTW gerufen und die sind auch unterwegs. Ja, sie können ja jetzt nicht so rumstehen, einfach. Sag mal. Kai? Das ist doch... Das ist Papa, ja. Man kommt da an den Ort des Geschehens, sieht seinen Mann da regungslos, hilflos im Baum hängen, ist mit der Situation selber maßlos überfordert, weil man nicht weiß, was kann man tun, soll man überhaupt irgendwas tun? Susanne und ihre Tochter handeln richtig. Sie warten auf die Spezialisten und überprüfen lediglich die Atmung des Verunfallten. Denn nach einem Absturz aus großer Höhe ist eine Verletzung der Wirbelsäule nicht ausgeschlossen. Hallo. Was? Wir brauchen das ganze Equipment. Guck mal, da hängt ja. Okay. Hallo. Haben Sie uns hier angerufen? Ja, das ist korrekt. Hallo, hören Sie uns? Was ist denn hier passiert? Das ist mein Papa, der da abgestürzt ist. Der ist einfach so vom Himmel gefallen. Okay. Also, Sie müssen irgendwas machen. Sie müssen ihm irgendwie Hallo? Helfen. Hallo? Stöhnt nur vor sich hin. Tommy, das ist gar nicht so ohne hier, würde ich sagen. Ich hatte gerade echt noch voll den Zorn auf meinen Mann. Und wie wir dann da so lang fahren und sehen diesen Absturz von diesem Fallschirmspringer und erkennen dann plötzlich, dass es mein Mann ist, der da reglos im Baum hängt. Ich wusste nicht, was ich sagen oder denken sollte. Und was ist das erstmal für ein Schock für meine Tochter und das an ihrem Geburtstag? Und ja. Ist er okay oder? Können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so ganz sagen. Wir müssen erstmal rausholen. Ich wusste nichts von deinem Hobby oder was auch immer das hier ist. Fallschirmspringen, Paragliden, keine Ahnung. Okay. Unsere Aufgabe hier vor Ort ist zunächst zu klären, ob es hier um Fahrlässigkeit, eventuell sogar Sabotage oder Ähnliches handelt. Halt, wie ist es zum Flugunfall gekommen? Guck mal hier, der blutet doch hier auch irgendwo. Siehst du das hier unten? Ja, ja. Wieso hat der hier so Blut an den Mundwinkeln? Was machen die Pupillen? Ja, reagieren beidseitig. Der erste Eindruck war, dass der Patient erstmal nicht ansprechbar war. Ist nicht unbedingt immer ein gutes Zeichen. Wie gesagt, war er aber in Reichweite. Wir konnten sofort Vitalparameter erheben. Langsam. Okay. Kriegt ihn hinten noch hoch, die Trage hinten hoch. Geht das? Passt, kannst du durchschneiden. Ja, schneid. Ich hab ihn. Ja, jetzt. Perfekt. Okay, ja, es geht, und kannst du dich ablegen. Alles klar. Und ab. So. Okay, das ist schon mal sehr gut. Gut, ich glaube, das müssen wir gleich aufschneiden, ja, oder? Ja. Guck mal, die Mundwinkel sind eingerissen. Ja. Mach seinen Mund auf. Ah. Jetzt auch alles volle Blut. Alles volle Blut. Blut. So halb da dran, ich bin hier mal vorsichtig. Vorsicht, langsam. Ja. Ja. Wie geht das? Ja. Ah, okay, alles klar. Hier sieht man nochmal die eingerissenen Sachen. Das hat sich jetzt wahrscheinlich hier reingesaugt in das Ganze. Für uns war es ein Polytrauma-Patient. Er ist mit einer enormen Wucht anscheinend in diesen Baum reingekracht. Da muss man auf jeden Fall aufpassen bei solchen Patienten. Für uns war noch mal das große Rätsel, was mit seinem Mund passiert ist. Es hat noch stark geblutet, ist aufgerissen, irgendwie haben Zähne gefehlt. Er hatte aber eigentlich einen Helm aufgehabt, der jetzt nicht unbedingt große Schramm aufwies in diesem Mundbereich, gerade weil er dort eigentlich auch geschützt war. Alles wird gut, ja? Du kommst gleich ins Krankenhaus. Ja, hier ist doch Blut, ne? Das haben wir doch eben schon festgestellt. Sag mal, kann es sein, ob er sowas vielleicht im Mund hatte? Ja, das macht schon Sinn. Es ist ja hier aufgerissen, eben stark geblutet, Zähne verloren, keine Ahnung, ausgeschlagen. Aber dann bedeutet das ja, dass ist nicht abwegig, ne? Dass er mit dem Mund lenken wollte und in der Hand oder die Hände für irgendwas anderes gebraucht hat. Würde ich jetzt mal so pauschal behaupten. Handy am Steuer, so nach dem Motto, ja, irgendwas passiert. Irgend so ein Kram. Aufgrund der Verletzungen
die der Mann aufwies. Mundwinkel aufgerissen, Zähne fehlten. Schien es so, als wenn er während des Fluges irgendwas gemacht hat, nur nicht das, was er hätte machen sollen. Das deutet auf Fahrlässigkeit, genauso wie im Straßenverkehr, Telefonieren etc. Das gilt es jetzt genau aufzuklären. Ist gar nicht auszuschließen, dass da irgendwie was gewesen ist, dass er vielleicht das Ding irgendwie festhält mit irgendwas, Mund, Zähne, keine Ahnung. Also und jetzt, sich dann da was ausschlägt. Ich meine, wenn du jetzt hier reinkrachst mit dem, mit der Gewalt. Wenn, ja. Das zwischen den Zähnen hast, da rein krass, das reißt dir das sofort aus dem Mund raus. Und die Zähne auch. Direkt ins Krankenhaus oder was läuft jetzt hier? Ja, wir haben jetzt erst versorgt, stabilisiert, gucken, dass wir ihn jetzt in den Rettungswagen bekommen und logischerweise dann auch in die Klinik fahren. Die ist jetzt zum Glück jetzt nicht so weit weg. Das Telefon geht, gehen Sie mal ran. Das gehört ja Ihrem Mann. Was ist? Amelie, komm mal her. Wieso, was ist denn? Komm, guck mal. Sag mal. Was ist denn da? Ja, ich verstehe gerade gar nichts was, mehr. Was ist denn? Was soll das? Wer ist es? Was ist denn da los? Betty Fly, wer ist diese Frau? Kai! Betty Fly, sagt dir das irgendwas? Sag mal, vielleicht ist das. Keine Ahnung. Oh Mann, ich glaube, dein Vater hat eine Geliebte. Und die hat ihn vielleicht zum Paragliding gebracht. Und wie er schon sagte, möglicherweise hat er telefoniert während dem Flug und er hat sich ihretwegen in Lebensgefahr gebracht. Das kannst du ja nicht wissen, ob das. Na, ich mutmaße ja nicht. Schwätzt doch nicht immer gegen mich. Ja, Entschuldigung. Wer ist die Frau? Ja? Vielleicht seine Geliebte? Und vielleicht ist er über sie ans Paragliding gekommen? Ich habe keine Ahnung. Und möglicherweise. Wenn ich so drüber nachdenke, hat er während dem Flug mit ihr telefoniert und hat sich ihretwegen sogar in Lebensgefahr gebracht. Irgendwas stimmt hier mit der Atmung nicht. Ja. Oh mein Gott. Irgendwie die Atemfrequenz. Ja, die Frequenz geht extrem hoch. Tachykardie. Ja, die Sättigung fällt. Wieso fällt die Sättigung? Okay. Sauerstoff läuft noch. Sauerstoff, full flow bitte, 15 Liter, volle Kanne aufdrehen, dass wir da entsprechend. Wieso fällt diese Sättigung immer weiter? Okay, wir haben hier ein akut wirkendes B-Problem. Ja. Ich weiß noch nicht so ganz, wo es kommt. Rechte Seite könnte aktuell zusammengefallen sein von der Lunge her. Ja. Ich höre einen Pneumothorax. Ich hoffe nicht, dass ein Spannungspneumothorax ist. Okay, Tommy, wir müssen da jetzt einmal rein. Ja. Das hilft nicht. Kleiner Moment, sofort. 1, 2, 3. Ja. Okay, 2., 3. Interkostalraum. Ist drin. Mittlere Klavikularlinie. Was machen Sie denn? Okay, ich ziehe einmal raus. Ja. Oh, hast du es zwischen gehört? Ja, Vigo-Pflaster, damit ich es fixieren kann. Wir haben gerade das Leben gerettet. Also, wir haben im Prinzip eine Verletzung im Thorax- und Brustkorbbereich gehabt, aktuell gerade. Wir haben den Patienten soweit stabil gehabt, wollten ihn eigentlich gleich fertig machen, um ihn mit ins Krankenhaus zu nehmen. Plötzlich hat sich der Zustand rapide verschlechtert. Irgendwie waren die Vitalparameter schlagartig schlecht. Der Puls ist hochgegangen, die Sauerstoffsättigung war plötzlich total niedrig. Mein Kollege hat dann einmal die Lunge abgehört und hat gemerkt, dass sein Atemgeräusch irgendwie sehr stark und nachgelassen hat. Anscheinend hat er sich bei dem Sturz, bei dem Aufprall eine Rippe verletzt, sodass ein Spannungspneumothorax entstanden ist. Das heißt, mit jedem Atemzug wird das Lungenvolumen, was er zu sich nehmen kann, immer weniger, da die Lunge keinen Platz mehr hat zu atmen. Sodass wir da schnell gucken müssen, wie wir das beheben. Das geht mit einer Entlastungspunktion, sodass diese Luft entweicht und dieser Patient sehr schnell wieder gut atmen kann und dann wieder in einem stabilen Zustand ist. Während die Sanitäter den schwer verletzten Familienvater transportbereit machen, finden die Polizisten ein Banner in der Nähe der Absturzstelle. Da es recht sauber ist, kann es noch nicht lange dort gelegen haben. Die Beamten spekulieren, dass das Tuch Kai gehören könnte. Was ist da? Irgendwas steht hier drauf. Ich kann es gar nicht richtig lesen. I fly on you. Und Herzchen. Also und das gehört da dazu, oder? Ja, das lag nun mal hier in unmittelbarer Nähe am Unfallort. Okay. Und ich denke mal, das wird da nicht einfach so liegen. Beim Sturz abgefallen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Kann das sein, dass er dafür die Hand brauchte und mit dem Mund versucht hat zu lenken? Das Gleiche habe ich auch gedacht. Und hier schön in den Baum geflogen und das hat ihm die Zähne rausgerissen. Das kann ja kein Zufall sein. Nee. War doch irgendwas mit Fly? Irgendwas ja, war doch genau. Vorhin auch. I fly on you. Ja, genau. Betty Fly. Betty Fly. Entschuldigen Sie mich bitte, aber ich rufe die Dame jetzt einfach mal an. Machen Sie das. Klarheit für uns. Ja, wir müssen Klarheit haben, wenn das miteinander zusammenhängt. Verstehe mich nicht falsch. Ganz ehrlich, ich hoffe nach wie vor, dass immer noch alles gut wird, obwohl im Moment alles ganz anders aussieht. Na, mein Überflieger, und hat alles geklappt? Hier ist die Frau von Kai und seine Tochter. Hier ist nicht Kai. Oh, ja, dann erstmal alles Gute zum Geburtstag, Amelie. Wie hat dir die Überraschung gefallen? Was für eine Überraschung?
Was? Achso, ja, hier ist die Fluglehrerin vom Kai. Wir hatten da zusammen was überlegt und wir haben mich zum 18. Geburtstag so überrascht. Oh mein... Oh. Da ist, glaube ich, einiges schiefgelaufen. Ja, nämlich, wissen Sie was, Frau Betty Fly? Mein Mann ist abgestürzt und hing hier im Baum fest und hier war der RTW und er wird jetzt ins Krankenhaus gebracht. So sieht das aktuell aus. Ach du je, nee. Entschuldigung. Moment, hier ist die Polizei. Entschuldigung, hier ist die Polizei. Ich habe nur eine kurze Frage. Wissen Sie, was er genau vorhatte? Ja, der wollte halt einen Spruch für die Amelie oben an die Luft machen. Und dafür haben wir halt sehr viel geübt. Ach, dann passt, ja, dann haben, ja, okay, danke schön, das reicht mir erstmal. Es war seine Absicht, unserer Tochter einfach ein wunderschönes Geburtstagsgeschenk zu machen, ihr dieses Geschenk im Flug zu überreichen, was für ein Idiot, und sich dabei so in Lebensgefahr zu bringen. Ey, ich glaube, auf sowas kann nur ein Mann kommen. Kommt das besser hin? Das haben wir gar nicht gesehen eben. Also, I fly on you. Ja, genau, das ist irgendwie auf der... Oh, das ist ja total süß. So kleine Hies, das sind wahrscheinlich Sie, nehme ich mal an. Ja. Vom Verunglückten, dem Piloten, war es eine gute Idee, was er machen wollte. Die Tochter überraschend zum Geburtstag. Die Ausführung war nicht ganz so optimal. Es hätte auch noch viel schlimmer sein können. Auf ihn kommt jetzt einiges zu. Da wird sich das Luftfahrtbundesamt drum kümmern. Die sind originär zuständig dafür. Es ist ein Flugunfall. Auch er braucht für sowas eine Fluglizenz, eine sogenannte A-Lizenz, Höhenflug. Die wird er wahrscheinlich verlieren, weil die Fahrlässigkeit, das ist wie telefonieren und dabei einen Unfall verursachen im Straßenverkehr, ganz schlecht. Und das ist, was ist denn das? Schau mal, das war jetzt gerade noch mein Festschnall. Haben wir gesehen, ist noch ein Umschlag drin in seinem Anzug gewesen. Ich weiß nicht, ob das euch irgendwie weiterhilft. Ah, guck mal. Oh ja, Happy Birthday. Ich sag mal, ich gebe Ihnen das mal. Sie haben ja Geburtstag. Ja, genau. Dann öffnen Sie das mal. Mit 18 fängt man an zu fliegen und segelt in ein neues Leben. Alles Gute, Frau. Oh mein Gott. Das ist ja Wahnsinn. Oder es tut mir jetzt so leid für den. Ich war so froh, dass die drohende Scheidung meiner Eltern quasi nur ein böser Albtraum war. Ja, jetzt muss Papa nur noch schnell gesund werden und dann freue ich mich aufs gemeinsame Fliegen. Also die Aktion war schon ein bisschen blöd, ist alles dumm gelaufen, aber letztendlich freue ich mich. Ihre Geburtstagsparty sagte Amelie ab. Sie wollte bei ihrem Papa im Krankenhaus sein. Dieser erlitt bei seinem Absturz mehrere Knochenbrüche, die aber alle folgenlos aushalten. Seine ausgeschlagenen Zähne wurden ersetzt. Tochter Amelie freut sich auf ihre erste Paragliding-Flugstunde. Ihr Vater muss jedoch erst einmal am Boden bleiben. Ihm wurde wegen Fahrlässigkeit die Fluglizenz entzogen.